Der kleine Hase Lulu fragt Rudi: Was ist denn das, Jahreszeiten? Rudi antwortet: Das Jahr hat 4 Jahreszeiten. Den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Was haben wir jetzt? Fragt Lulu. Herbst. Guck mal, die Bäume sind schon bunt. Erklärt Rudi. Aber es regnet so oft. Sagt der Hase. Na und? Ich habe einen Regenschirm. Magst du den Herbst? Fragt Lulu. Ich mag alle Jahreszeiten. Im Sommer ist es oft heiß. Alles ist grün, die Wiese ist bunt, die Blumen blühen. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint und ein Vogel singt auf dem Baum. Die Kinder spielen auf der Wiese Ball, essen Eis und trinken Limonade. Sie haben Ferien. Im Herbst pflücken die Menschen Äpfel und Birnen im Garten. Sie hängen hoch und sind rot und gelb. Sie schmecken super. Manchmal ist das Wetter im Herbst regnerisch. Darum braucht man einen Regenschirm beim Spaziergang. Die Blätter auf den Bäumen sind gelb, rot und orange. Der Wind weht und die Blätter fallen auf die Erde. Ich muss jeden Tag mit meinem Hund spazieren gehen. Das macht mir Spaß. Im Winter ist es kalt, oft schneit es, alles ist weiß und die Kinder bauen einen Schneemann. Der Schneemann hat einen Eimer auf dem Kopf, eine rote Nase und schwarze Augen. Überall liegt Schnee. Kinder laufen Ski und Schlittschuhe, rodeln und spielen Schneebälle. Man feiert Weihnachten. Im Zimmer steht der Weihnachtsbaum, darunter liegen Geschenke. Das Zimmer und der Weihnachtsbaum sind festlich geschmückt. Im Frühling ist es oft schon warm. Die Sonne scheint hell, die Luft ist angenehm. Der Schnee ist weg. Bäume und Blumen blühen. Wir haben im April Frühlingsferien und wir feiern Ostern. Die Vögel kommen zurück, sie singen und zwitschern. Die Jungs bauen ein Vogelhaus. Ja, du hast recht, alle Jahreszeiten sind schon, sagt Lulu.